Ja, will ich aber nicht. Aber das ist schon mal ein gutes Indiz. Also einfach fehlerfrei so weiterfahren, wie ich gerade fahre. Ja, habe ich ja von Anfang an gesagt. Bei dir sieht's nicht schlecht aus. Dann kann ich in Runde 17 problemlos an die Box. Du vielleicht sogar auch in Runde 17 oder dann halt 18. Je nachdem. Und dann. Mir hat er das mit dem Grip jetzt gesagt. Dann hast du wahrscheinlich auch noch mal wieder die besseren Reifen, so wie immer. Ich bin da nicht so schonungslos. Dafür bist du ja auch weiter vorne. Hier mit meinen Reifen. Sehr rabiat um. Und ich habe ja auch schon Schild umgerannt. Rammt. Also. So, 21,5 Sekunden. Ungefähr eine Sekunde gewinne ich pro Runde auf Bottas. Das hört sich gut an. Oh, zu dir sind es jetzt auch schon 12,333. Apropos 333. Heute Abend könnte es gut passieren, dass ich heute Meinst die du schon? 33.333 bekomme. Meinst du schon? Ja, heute oder Ich morgen. schätze eher morgen. Wie sieht dein Benzin aus? Meins schrumpft auf Standard. Dein schrumpft auf Standard? Ja. Ich bin die ganze Zeit auf Fett gefahren, deswegen schrumpft's bei mir. Er ist auf Fett? Was? Ich bin kein einziges Mal bis jetzt auf Ich Fett bin gefahren. fast immer auf Fett gefahren. Ich habe es seit ein paar Runden wieder runtergestellt, aber ich hatte irgendwie auf Standard, ich hatte ja von Anfang an 0,2 oder so mehr, als ich Oh, bräuchte. der Roboter. Oh. Alarm. Überrunder. Ja. Oh, was? Hartley Also ist ich gerade habe aus auf der jeden Box Fall auf gekommen. Standard ordentlich Benzin dazu gewonnen, deswegen hatte ich eine Zeit lang auf Fett. Junge, ich sehe gar nichts mehr, wenn ich hinter dem fahre. Zum Glück hat er mich relativ schnell vorbeigelassen. Man sieht nichts mehr, wenn man hinter dem fährt. Gut, dass wir Was? Abstand haben. Der hat anscheinend eine Zwei-Box-Strategie. Sieht aber eigentlich ganz vernünftig aus. Also ich habe hier echt Hoffnung. Muss Bist du in natürlich der auch. Also so Bande ein Regen. bist, Ja. dann hast du die Hoffnung Und. verloren. Rasen. Freue mich schon auf frische Reifen. Wobei. Muss die natürlich auch erstmal wieder eine Runde lang warm fahren. Ich freue mich einfach nur, wenn das Rennen vorbei ist. Ja, das stimmt. Darauf freue ich mich auch. Zumindest solange ich dann immer noch auf Platz 1 Ja. bin. Oh nee, was ist denn hier los? Was denn? Der nächste kommt aus der Box, direkt vor mir. Genauso wie Hartley in der letzten Runde habe ich jetzt Sirotkin Platz 19 vor mir. Direkt wieder aus der Box. Er ist doch geil. Ein, zwei Sekunden schneller. Und ich werde. Oh, jetzt lässt er mich noch nicht, wenn wir hier direkt vorbei. Ja, Was ist denn das? Sirotkin. Ist doch Wehrlein 2.0, weißt du nicht mehr? Wehrlein versucht ja wieder zurück in die Formel 1 zu kommen. Er hat einfach seinen Namen geändert. Ja. Raikkonen fährt, glaube ich, nächstes Jahr für Sauber. Total krass. Was? Von Ferrari zu Sauber. Was? Und Leclerc fährt dafür bei Ferrari. Total Was? krass. Als ob. Finde ich ein bisschen unverständlich, dass das so ist, aber Wer ja. entscheidet das denn? Das sind ganz normale Verträge wie bei Fußballspielern. Ganz normale Transfers.
Aber die Box hat mich nochmal daran erinnert, dass ich in 2 Runden an die Box kommen soll. Das will ich auch machen. So, diesmal kam keiner aus der Box raus. Ha. 2 Runden bis zum Boxenstopp-Fenster. Mit dem nächsten Stint bekommst du Intermediates. Aber es gibt offensichtlich ein paar wenige, die die 2-Box-Strategie auch fahren. Und ich muss gleich meine Pedalen wieder ein bisschen ranholen, währenddessen ich an der Box bin. Und einen Schluck trinken. Ja, das auf jeden Fall. Ich verreck hier schon wieder. Interessante Infos. Meine Box hat mir gerade gesagt, der Regen hat nachgelassen. Noch sind die Intermediates die beste Wahl. Was? Frag mal nach Wetterbericht. Wetterbericht? Wetterbericht? Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus, als ob er sich bald verzieht. Ob gerade Intermediates oder Regenreifen besser sind, ist schwer zu sagen. Bei mir sagte, der wird noch eine Weile dauern. Schwer zu sagen, wann er sich verzieht. Der Abstand zum Hintermann beträgt 12,3 Sekunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was meine Boxer gerade gesagt hat. Das klang nicht plausibel. Nee, wir gehen einfach. Ach, jetzt habe ich meine Perspektive schon wieder aus. Wir gehen einfach 17 auf Intermediates und dann passt die Sache. Wetterbericht. Mann, ey. Dies war aber noch nicht mal so ein Kreuz. Wieso funktioniert das schon wieder nicht? Mann. Egal, diese und nächste Runde noch fahren und endlich mal wechseln und kurze Pause. Oh, ist das entspannt. Die nächsten Überrunde vor mir. Diesmal an einer richtig beschissenen Stelle. Ich komme jetzt auch langsam an Hartledern. Da hat's mich. Hat das Heck aber gedreht, ey. Ohne Witz. Ich freue mich gleich auf den Boxenstopp. Ich sehe gerade einfach schon so durch die Kurven ein paar Leute hier vor mir. Da habe ich echt keine Lust drauf. Ich muss überholen. Weil jetzt an die Box habe ich überhaupt keinen Bock. So, mal gucken, was gleich mit Stroll passiert. Das wird der letzte, den ich jetzt. Ich hoffe, dass irgendwie Mercedes beide an die Box oder so. Das war knapp. Ich hoffe, dass Mercedes irgendwie Scheiße macht oder Ferrari oder so, dass beide irgendwie an die Box gehen. Ja, das dass sie dann gut stehen, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Now I'm directly behind Hartley. Bin direkt hinter Stroll. Ich sehe es auf der Karte. Vor mir Hartley und Sirotkin. Ich hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen, aber natürlich muss ich die überholen. Innerhalb der nächsten 2 Runden. Ich gehe ja erst 18 an die Box. Boxenstopp! Nimm das doch an, Boxenstopp! Okay. Mann, das regt mich auf. Wieso kann ich jetzt plötzlich nicht mehr mit. Es funktionierte die ganze Zeit, jetzt kann ich plötzlich nicht mehr mit der Box reden. Was ist das? Bist du gefahren in die Box? Ich fahre jetzt gerade an den Box. Okay. Kann ich auf jeden Fall nicht, ich fahre nächste. Hartley habe ich schon überholt. Sirotkin nehme ich jetzt dann auch noch mit und dann geht's an die Box. Alter, ist mein. Ja, weit nach hinten gerutscht. Okay. Alter. Bist du wieder. Der Mercedes und. Bist du wieder hinter Sirotkin und mir? Mann, er macht keinen Platz. Ich bin direkt hinter. Er macht keinen Platz. Bin
direkt hinter dir. Krass. Siehst du nichts mehr? Ich auch nicht, wegen Sirotkin. Danke dafür. Tschüss. Wäre beinahe vor dir noch, oder? Ja, das war richtig knapp. Parallel zu dir rausgekommen. Ja gut, ich habe halt Zeit verloren bei Hartley und jetzt auch bei Sirotkin. Hätte nicht gedacht. Oh mein Gott. Es ist einer direkt hinter mir und Sirotkin direkt vor mir. Wer ist hinter mir? Hartley, okay. Bottas aber nicht an die Box gefahren. Boxenstopp. Beim ersten Mal verstehe ich das nicht, beim zweiten Mal schon, verstehe ich nicht. Boxenstopp. Ich verstehe das nie. Okay. Boxenstopp. Jetzt hat er's. Ich komme. Kein Problem. Nein. Oh, ist wieder ein Schild mitgenommen. Ich beinahe gedreht. Nee, kein Schild dieses Mal. Wäre schlimmer gewesen. Oh. Box. Ist das geil. Von der Kamera passt auch, dass ich die direkt jetzt wechseln kann. Endlich neue Reifen, Schluck trinken. So, jetzt bitte einfach das Rennen zu Ende fahren. Ja. Aber das Ende fahren, so, ja, okay, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Das ist halt echt so richtig dumm. Und nee, wir sind gerade bei der Hälfte des Rennens. Na klar, Qualifying war noch mit dabei, aber wir nehmen schon 51 Minuten auf. Ja. Heftig. Ja, Hammer. Heftig. Sonst nehmen wir ungefähr eine Stunde 10 Minuten für ein komplettes Rennen auf. Ja. Und hier 55 Minuten sind es bei mir. Ich habe schon ein bisschen früher gestartet wieder mal. Ich fahre jetzt kurz auf Mager, weil ich echt im Minusbereich bin. Und ich meine Reifen eh erst einfahren muss. Vettel ist jetzt vor Bottas. Bottas überholt wieder. Auf der Geraden. Alter, die Bad in sich da gerade. Ziemlich. Kennt Vettel. Naja, doch, also. Bottas ist ja noch vor Vettel insgesamt, deswegen. Bottas ist erster. Finde ich das okay, wenn. Ja, deswegen. Wenn Vettel mehr Punkte bekommt, fände ich das schon okay. Auch wenn Vettel auch noch vor mir ist, aber. Dann überhole ich vielleicht Vettel nicht direkt, aber dafür dann später. Ja, solange du Erster bist, ist es ja egal eigentlich. Ja. Ob er auch gut Punkte bekommt oder nicht, dann du bekommst halt immer mehr. Aber wenn die auch weniger bekommen, ist natürlich noch besser. Ja klar, aber. Ach Gott. Kann ja einfach durchgehend mit ERS hochfahren, ohne es einmal umstellen zu müssen. Doch, ich stell's schon um. Oh Junge, ich bin eine Sekunde schneller in dem einen Sektor. Was? Habe ich da gemacht? Gehackt. Offensichtlich. Vielleicht hat deine Box doch recht gehabt und der Regen hört auf. Zumindest ist es für Intermediates jetzt besser als vorher. Oder es sind einfach wirklich die neuen Reifen und dass ich jetzt eingefahren bin oder so, keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall besser. Und der nächste, der über 100 werden will, ja, fick dich doch hart. Ja, wie viel der ist das? Kann noch nicht sehen. Aber auf jeden Fall, meine Box hat jetzt gerade gesagt, sie denken nicht, dass sich das Wetter ändern wird. Okay. Hier rutscht dich so hart raus, ne, das ist unglaublich. Vor allem gerade eben. Oh, war das lila? Minus 2,257 Sekunden verbessert. Alter. Krass. Holy shit. Ah, ich bin wieder bei Stroll. Ah, okay. Platz 17. Ja, ich glaube schon. Plus 0,09 Runden nur noch. Ich bin nur auf Standard gefahren. Es baut immer. Ne, 18 ist er. Aber Platz 17 ist direkt vor ihm. Okay. Kann ich aber nicht sehen, wer das ist. Ich komme wieder zu meinen Freunden Hartley und Sirotkin. Sehr gut.
Obwohl ich an der Box war. Oh, das war... Obwohl ich einfach an der Box war, Eriksen, bin ich direkt hinter denen. So unglaublich. Der Hartley habe ich gerade in derselben Kurve überholt wie vorhin. Und Sir Dotkin hält mich mal wieder auf. Danke dafür. So, jetzt bin ich hinter Eriksen. Eriksen, Schätzchen, was machst du hier? Ich habe ihn gerade einfach außerhalb überholt. Ich bin einfach neben die Strecke gefahren und habe ihn überholt. So macht man das auf jeden Fall. Nein, Eriksen! Boah, hat der mich ausge... Junge, ich musste so abbremsen. Der hat einfach zugemacht. Weißt du, ich wollte überholen, plötzlich fährt der wieder auf die Ideallinie zurück. Was? Und dann will ich rechts vorbeifahren, fährt er wieder nach rechts. Der hat gerade zweimal mir die Bahn zugemacht. Was für ein Assi-Move, Alter. Holy moly, das war knapp. Hilfe! Aber dadurch habe ich ein ganz bisschen Benzin wiederbekommen, weil ich auf einer Gerade kein Gas gegeben habe. Hey, cool! Autos. Kommen die denn alle her? Geh doch mal irgendwie an die Box oder geht nicht an die Box und fahrt schneller. Bisher war doch, glaube ich, waren voll wenige an der Box. Nee, das müssen eigentlich voll... Bottas muss eigentlich ja, schon einmal muss an der Box eigentlich. Sein. War da bestimmt. 22. Runde, das ergibt gar keinen Sinn. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Irgendwas ist schief gelaufen. Klar war Bottas an der Box, sonst hätte er mich überholt. Oder wäre jetzt ganz knapp hinter mir. Ist er ja aber nicht. Ja, ich bin jetzt schon mal 18 Sekunden zu dir. Das funktioniert alles ganz gut gerade. Bitte lass es so zu Ende gehen. Und 33 zu Bottas. Aber bitte, Vettel, überhol Bottas doch noch. Ramm ihn raus am besten. Ich meine, für uns beide ist es ja eigentlich, weil wir sind ja auch eingetragen hier, dass wir deutsche Fahrer sind, ist es ja eigentlich ein Heim-Grand Prix für uns. Eigentlich schon. Und fürs Werksteam Mercedes ist es auch ein Heim-Grand Prix, obwohl keiner der Fahrer aus Deutschland kommt. Und für Viertel natürlich auch und hier Hülkenberg. Junge. Einige deutsche Fahrer hier, dadurch, dass wir mit dabei sind. Sehr heftig. Ja, bei unseren Red Bull Heim Grand Prix nicht so gut gelaufen. Ja. Taktik war richtig geil, meine. Und naja, du bist rausgeflogen in der ersten Runde. Ja. Ich rutsch gerade ziemlich hart. War eigentlich ganz locker easy. Da muss ich sagen. Oh, du hast auch gut Zeit verloren. Ja, ich habe gerade irgendwie Scheiße gebaut. Gewinne gerade wieder ein bisschen Benzin. Auf Standard, das gefällt mir gut. Das habe ich schon immer gemacht. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Adon Knopf. Jetzt verliere ich wieder ganz viel. Ich weiß nicht, wie du fährst, aber ich gewinne auf Standard immer. War krasser, als der das denkt. Offensichtlich. Alonso? Ich konnte es noch nicht so richtig lesen. Die Batterie ist fast leer. Ist es Leclerc? Ich kann es auch nicht so richtig lesen. Auf jeden Fall entweder Leclerc oder sein Eriksen. Ja, Leclerc ist es. Ja, schon überholt.
Oh, ich hasse das. Man sieht so absolut wenig, wenn man hinter dem fährt. So, sieh doch mal. Ich fahr so schlecht gerade. Runde 25. Ich fahr so schlecht gerade. Was mache ich? Weiß leider nicht, was für eine Strecke hier nachkommt. Ja, ich auch nicht. Gern wissen. Komm, jetzt mal wieder ein bisschen anstrengen. Kann ja nicht sein hier. Aber ich glaube, ich könnte sogar noch einen Boxenstopp machen und wäre Erster. Ja, glaube ich auch. Aber ich will gar nicht in die Box. Bitte, bitte lass mein Auto nicht kaputt gehen. Und im Überrunden hat eigentlich bis jetzt auch bis auf Eriksen ganz gut funktioniert. Bei dem habe ich wirklich Zeit verloren, aber ansonsten hat das funktioniert. Ich mögen die Überrunder nicht. Ich verliere immer Zeit. Oh, jetzt habe ich zwei auf einmal vor mir. Na toll. Das kann ja was werden. Die kämpfen noch miteinander. Das ist immer ein Spaß. Das ist ein Spaß. Pass bloß auf. Lieber langsam als hektisch reingehen und Scheiße bauen. Ja. Weil mit 21 Sekunden Abstand kannst du noch ein bisschen ruhiger fahren. Gib mein Bestes. Also auch mein Bestes im Ruhigfahren. Ja. Ah, diesmal ist es Alonso und irgendein Clown noch vor ihm. Ah, sein Teammate Van Dorn. Ein Teamduell. Hallo. Ich bin bei Eriksen. Oh, bei dem musst du aufpassen. Er wollte mich töten. Mich hoffentlich nicht. Weißt du, was ich die letzten drei Tage mittags gegessen habe? Wobei gar nicht immer mittags, aber auch abends. Pizza? Aber warte mal. Ja. Und weißt du, was ich heute Mittag esse? Döner. Pizza. Ja. Ich bin... Krass. Oh, gefährlich. Also wenn ich zu dir komme, weiß ich auf jeden Fall, was ich bekomme. Ist gerade Ausnahme, aber... Ich hab Eriksen richtig weggecheckt, Alter. Da hat sie auch einen kleinen Knall gemacht. Bin zu ihm so bumm. Oh. Voll in die Kurve rein, richtig geil. Kenn ich überhaupt nix. Regnet ja bloß ein bisschen. Oh, bei mir wird es gerade wild. Hast du die beiden überholt? Wild. Gefährlich und wild. Ja, habe ich. Aber es geht hier direkt weiter. Ich bin ja gerade. Das war eine gute Runde, komm! Rennmodus. Schnieke! Bin auf jeden Fall so an meiner Bestzeit dran, das ist okay. Was ist denn deine Bestzeit? 28,9. What? Hier ist gelb, Achtung, hier ist gelb. Was ist hier passiert? Hier ist gelb. Wieso what? Was ist deine denn? 1,27,4. Bin nur in der Sekunde schneller. Ja, moin. Ja, da ist immer noch gelb, ne? Der steht, einer steht draußen. Alonso oder Van Dorn? Einer der beiden. Alonso ist es. Achtung, Achtung. Nice, dann haben die sich offensichtlich direkt hinter mir gekillt, weil ich habe sie beide kurz vorher überholt. Dann haben sie wahrscheinlich zusammen da irgendwie angebremst. Ich angebremst. Die dann angebremst und der eine hat den anderen kaputt gemacht. Cool. Da hast du schon wieder... Hast du einen weniger zum Überrunden? Das ist richtig. Danke. Kein Ding. Oh, wäre Gasly nicht hier, könnte das nochmal eine beste Runde werden. Also eine neue von mir. Keine gesamte, aber eine neue Bestzeit von mir. Der Roboter, Mike. Jawohl. Ich weiß, ich sehe es, ich muss da dann jetzt gleich nochmal was ausprobieren. Wenn du deinen Boxenfunk fixst.
Okay, 1.28.0 habe ich jetzt. Ich habe 900 aufgeholt. Oder verbessert. Sainz, Platz 12. Ist Mann, Gasly, mach doch mal Platz! Okay, aber so viel haben wir nicht mehr, ne? 6-7 Runden noch. Ja. Also so langsam müsste die Runde kommen, wo die Bande näher kommt. Ja, geil. Eigentlich. Wenn man sich so extrem drüber aufregen kann, man ist das ganze Rennen so gut gefahren und dann zack. So wie zweimal bei mir auf Großbritannien. Mann, was eine Scheiße. Ich wurde ja auch schön weggerammt. Drei Autos habe ich jetzt vor mir. Diese Musik hat so gut gepasst einfach. Ja, wo ich weggerannt bin. Achso, die, achso, ja, ja. Das war so richtig dumm. So, jetzt komme ich langsam. Oh mein Gott, oh mein Gott, vier Autos sind das vor mir. Welcher Platz? Von 11 bis... Ah, okay, ich wollte das wohl nur wissen. 11 passt sogar. Das heißt, sie kämpfen um Punkte, die werden mich da nicht so leicht vorbeilassen wollen. Wahrscheinlich nicht. Oh, da sind auch zwei Racing Points dabei. Oder auch Force India genannt. Ja. Immerhin fahren die nicht so unglaublich langsam wie die anderen bis jetzt. Also auch. Oh! Das nächste DHL-Schild. Hi! Sein Ernst! Was hast du gegen die Post, Alter? Ja, nichts habe ich gegen die. Aber irgendwie die Kurve beim Rausbeschleunigen. Oh! Ich wäre beinahe in die Box gefahren. Ich finde das nur so geil, so. Oh! Mann, oh Mann, oh Mann, was passiert hier? Er hat mir gerade gesagt, es wird trocken. Was? Ja. Gesagt, es wird ordentlich trockener jetzt. Wetterbericht. Funktioniert aber nicht. Leck mich! Er hat gerade zu mir gesagt, dass die Strecke jetzt abtrocknet, aber natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen braucht. Und auf Intermediates wir noch weiterfahren können. Trockenheit sehe ich hier noch nichts, hat noch die ganze Gischt von den Gegnern. Ja, aber es soll nicht mehr weiter regnen, einfach das, was auf der Strecke ist, geht langsam weg. Das war so seine Aussage. Ah, gut. Mal Reifen wechseln. Nee, nee. Wird man ja wohl nicht. Vier Runden, nee, nee. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Ah, wäre hier in DHL steht nochmal gewesen, wäre es auch weg. Ich habe mich jetzt fast rumgedreht. Beim Überholmanöver von Leclerc. Also irgendwie wird die Strecke gerade für mich nicht besser, sondern sie wird schlechter. Jetzt. In beiden letzten Runden, dieser und in den letzten, einen Fehler gemacht. Das Hülkenberg mich fast wieder überholen will. Also ich verliere eindeutig sehr viel Zeit. Ich fahre Leclerc jetzt bald rauf, wenn er nicht bald weggeht. Oh, 0,05 Runden plus nur noch. Uiuiui, ich muss aufpassen. Bin hier ordentlich leicht am Fahren, würde ich sagen. Was ja eigentlich ganz gut sein sollte. Aber irgendwie... Also du verlierst aber auf jeden Fall Zeit.
Ja, deutlich, ich bin echt langsam. Ich komme auf jeden Fall ran, so wie ich fahre. Ich habe auch drei doofe Autos. Hast du sie jetzt hier überholt oder nicht? Nee, ich habe nur drei Autos noch vor mir. Einen von den vieren hatte ich, aber. Eng gerade in der Perlenkette drin. Lass mich auch nicht vorbei, wie gesagt. Ja, 10 haben keinen Bock drauf. Bis 8 ist das gerade. So, Platz 10 gerade überholt. Magnussen ist Platz 8, na toll. Oh, da kam die Bande verdammt nahe, so gefühlt. Ich war noch ein bisschen weiter weg, aber hätte ich da nicht vom Gas losgelassen, wäre ich drin. Eieieiei. Das hätte der Reifen sein können. Wäre ich dann gerade nicht ausgewichen. Pass mal ein bisschen auf, jetzt beide hier. Müssen wir jetzt aufpassen. Oh! Boah, bin ich auf die Bremse gelatscht. Magnussen hätte mich beinahe getötet. Noch schlimmer als Eriksen. Junge. Komm, jetzt aufpassen. Aber ich bin an den Vieren komplett vorbei jetzt. Jetzt habe ich wieder freie Strecke. Ja, dann fahr aber ein bisschen ruhiger. Alter. Bitte. Ich habe gerade Angst um dich. Und auch Angst um mich selber. Das ist nicht geil gerade. Boah, ich hoffe einfach, dass ich nicht zu denen komme. Nee, zu denen ja, will ich nicht. Hab ich ja gesagt. Aber wenn die sich ein bisschen gegenseitig aufhalten, bin ich gleich da. Ja, mich haben sie auch ziemlich gut aufgehalten. Also, der Geschwindigkeit könntest du vielleicht rankommen. So laut Karte bin ich gar nicht mehr so weit weg. Pille. Von denen. Oh ja, guck mal hier. Wir haben nicht mehr. Schon bin ich weg von denen. Direkt wieder Lila 6. Wir haben nicht viele Runden, aber. Bin jetzt direkt hinter Platz 13. Unter Van Dorn. Muss so aufs Benzin achten. 0,04. Zwischen 0,03 und 0,04. Jawoll! Oh, nice! Jawoll! Werde ich mit meinen Reifen nicht mehr knacken. Dann habe ich ja etwas erreicht. Ja, Strecke kann vielleicht trockener werden, das ist vielleicht das. Ja, das stimmt. Oh, da hat's mein Heck gerade wieder rumgerissen. Okay, ich bin jetzt, die nächsten, was kommen, sind diese Kette von Leuten, die du überholt hast. Ich sehe sie schon vor mir. Viel Spaß, oh nee, ich bin. Ja, ich glaube nicht, dass ich rankomme. Also sie sind schon noch 2-3 Sekunden entfernt. Und wir haben ja nur noch eine Runde. Oh, 0,0. Muss jetzt die letzte Runde auf Mager fahren. Ja, macht nichts. Letzte Runde, Leute. Bisher haben wir es überlebt. Ich hoffe, dass wir die letzte Runde auch überstehen. Wenn ja, wäre das mega. Das wäre ein weiterer Doppelsieg, der zweite. In der kompletten Saison. Und gegen einen Doppelsieg hätte ich nichts. Wo war der erste? Kanada, nee, da war ich Dritter. Nee, da Frankreich, war es Dritter, glaube ich. Stimmt, Frankreich, ja. Frankreich der erste. Ich überrasche meiner Meinung nach. Ja, aber die beiden neuen Strecken, guck mal. Ja. Aber wir wollten ja auch nach Monaco richtig loslegen. Das haben wir eigentlich auch gemacht. Ja, nicht nur eigentlich. Natürlich, ja, ein bisschen. Ich meine, wir hatten unglückliche Ausfälle. Du in Stimmt, Österreich, ich, war ich halt, ja. In England. Ups. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, ich weiß, dass der Tank leer ist. Hat er mir gerade auch gesagt. So, Halbgas. Ich
will gar nicht mehr irgendwie das Ich Bourgeois bin direkt hinter den vier Leuten jetzt. Fünf Leuten sind zu lassen. Direkt hinter Seins gerade. So close. Ich fahre aber nicht schnell. War jetzt mit 150 hinter denen. Ganz entspannt her. Bei mir steht gar nicht, dass ich Erster bin. Stand bei mir aber nicht. Yes! Ja. Yes! Das ist krass geil oder so. Ha. Erstmal was trinken. Auch mit absoluten Lecks, die ich gerade wieder am Start habe. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle Doppelsieg der Autos gearbeitet. Für Red Bull. Bottas ist dieser Doofe. Red Bull stemmt die Trophäe. Also sich wieder zwischen. Da kommt aber gut an Mercedes ran. Doppelsieg, der zweite in der kompletten Saison. In Deutschland. Ja. Das war gut. Jawohl, jawohl. Boah, wir sind immer noch Shift, Alter. So, also, ich bin Erster, Mike ist Vettel überholt. Zweiter. Bottas Was? Dritter, Vierter, Vettel, Hamilton, Fünfter, Raikön sogar, Sechster geworden. Die Rangliste sieht so aus. Ich habe Vettel überholt, bin jetzt auf Platz 3 insgesamt, jawohl. Und 21 Punkte, also in direkter Reichweite, ist Valtteri Bottas. Und auch nur 3 Punkte vor mir ist Kimi Raikön. Krass. Also hättest du ihn noch ein bisschen mehr rausgehauen. Ja, der hat sich halt, war ja ganz am Anfang, geholt. Der hat sich halt wieder zurückgekommen. Ja. Aber das sieht vielversprechend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, Konstrukteur mir. Sieht auch gut aus. Da haben wir uns jetzt ein bisschen abgesetzt von Force India bzw. Racing Point, was auch immer. Da haben wir uns auf jeden Fall gut abgesetzt. Guck dir das mal an. 14 Punkt, Alter. Und da haben wir wirklich, also da kann es auch nächstes ja. Rennen schon wieder einen Doppelplatzwechsel sogar Also geben. Wir sind sehr, 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 sehr nahe an Platz 1 und sehr, ja. sehr weit weg also, von Platz 4. Guck mal, Alter, 98 zu 236. Heftig. Guck mal, wenn da jetzt wirklich, wenn wir nächstes Rennen wieder einen Doppelsieg machen, dann könnten wir in der Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 1 kommen? Ja, ich habe aber keine Ahnung, was wir in der nächsten Folge fahren und wahrscheinlich haut es einen raus. Ja, das sehen wir aber in den nächsten Tagen. Haut rein. Ciao. Ciao, ich bin der Roboter.